Was geht ab, Manu Z-Fighter, Osdaro hier mit einem weiteren Video zu Dragon Ball Z Dokkan Battle. Und hier sehen wir, Leute, hier sehen wir eine Seltenheit, etwas ganz Seltenes. Ein Super 17 in der Friendlist. Gott sei Dank, Leute, ich suche seit Wochen nach einem Super 17 in meiner Friendlist, um endlich mal das Extreme Agility Team vor mir zu showcasen. Er ist zwar SA2, aber wir müssen nehmen, was wir bekommen, und ich mache keinen Spaß, ich bin wirklich seit Wochen dran. Erstmal totaler Schrott, was hier abläuft mit dem Francis. Ja, also ich verstehe das nicht, dass er seit Wochen rumsuchen muss wegen einem Super 17 Friend. Zudem Super 17 haben wahrscheinlich nicht so viele gepult, nicht so viel gezogen. Aber endlich. Kommt ein bisschen spät, macht nichts, machen halt ein bisschen Action vor dem Turnierentag, vor dem Turnier. By the way, bevor ich das vergesse, heute Abend streamen wir, heute Abend 20 bis 22 Uhr zu einer unüblichen Zeit, also beziehungsweise das heißt Zeit. Donnerstag statt Mittwoch. Warum? Ganz einfach, weil ich gestern nicht da war, sagen wir es so, und ich habe ein Voting gestartet gehabt im letzten Stream, und dabei kam raus, dass ihr das Stream dann das nächste am Donnerstag sehen wollt. Also sehen wir uns heute Abend 20 bis 22 Uhr und am Freitag ebenso. Aber kommen wir nun zum eigentlichen Video. Ich bin schon mittendrin, wir machen das Showcase zu einem Extreme Agility Team. Gott sei Dank, wie gesagt, endlich habe ich mal Friends Super 17 gefunden. Wie ist das Team aufgebaut? Im Prinzip haben wir die vier Hauptcharaktere in einem Extreme Agility Team. Das wäre Super 17 als Leader, minus SA10. Bin gespannt, wie er sich tun wird, weil wir ja wissen, er muss erstmal stacken, damit er stärker wird. Dann haben wir die alle Androids, Trenchcoat C17, das ist der hier. Ihn habe ich auch SA10 bringen können durch die SA, ja, ich habe da viel gezogen von ihm, Gott sei Dank. Und Rosé, das sind so die Hauptmitglieder in einem Extreme Agility Team, sage ich mal. Und ansonsten haben wir, wie ihr seht, die zwei Great Apes. Warum die beiden? Ich hatte keine anderen Extreme Agility Charaktere. Ich hatte jetzt schon ein paar, sag ich mal. Aber ich wollte nicht in den Effort reinstecken wie in den beiden. Heißt sie zu maxen, Stoken Awaken und so weiter und so fort. Die beiden finde ich recht cool. Zwei Great Apes in einem Team. Vor allem der Vegeta. Ja, wir sehen schon Rosé, 2 Millionen Crit. Vor allem der Vegeta, Great Ape, hat er letztens sein Awakening bekommen. So können wir sehen, was taugt denn eigentlich so. Und mit an Bord haben wir dann noch Tarts mitgenommen, einfach weil Tarts einen Rare Chance to Stun hat und auch in Great Ape gehen kann. Und zudem haben beide noch Big Bad Bosses. Also, das ist sehr cool. Genau, also wir müssen erstmal aufstecken. Heißt, wir müssen erstmal Angriff bekommen auf meinen Super 17. Ihr wisst es, seine Passive ist so. Beziehungsweise fangen wir von oben an, falls ihr überhaupt nicht was Super 17 kann. Super 17 ist ein Neo-Guard-Leader, das Gegenteil zum vierfachen Vegeta sozusagen. Denn er gibt Extreme Agility, heißt, er gilt die Charaktere von die, sag ich mal, Bösewichte sind, wie Rosé, Androids und so weiter und so fort. Gibt er Ki plus 3 auf jeden Attribut 120% und Super Agility gibt er Ki plus 1 auf jeden Attribut 50%. Also ihr merkt schon, genau das Gegenteil zum vierfachen Vegeta. Zudem, was kann er noch? Ich mache es, wir hauen ihn mal hier rein, damit er schön stackt. Zudem. Klar, seine Ulti, macht immense Damage, verringert die Verteidigung stark des Gegners. Passive ist sehr, sehr interessant. Viele finden es nicht cool, viele halten nicht viel davon. Er wird Overtime stärker. Warum? Denn jedes Mal, wenn er angegriffen wird, One-Shot Rosé. Jedes Mal, wenn er angegriffen wird, bekommt er 30% auf den Angriff. Und das bei einem Maximum von 120%. Also über 120% kommen wir nicht mit dem Angriff. Und zudem bekommt Schaden, den er bekommt, reduziert um 40%. Heißt, er ist auch tanky. Und ich finde das sehr interessant an ihm. Wirklich eine sehr coole Karte. Hier ist Tarts nochmal Great Ape gegangen. Kann man immer gerne mitnehmen bei einem Boss Rush Event. Ja, wir verlieren dann keine HP. Und das ist auch sehr cool zu sehen. Deswegen habe ich eben die zwei Great Apes mal im Team. Und klar, weil es Osados sind. Ja, genau, das ist im Prinzip schon. Wer hier wirklich so eskalieren wird, das haben wir schon gesehen, ist Rosé. Meine Rosé ist 100% und nun ist er in einem 120er Lead. Heißt, er bekommt 120% auf seine Attribute. Und wir sehen schon, was für ein Schaden er gemacht hat. Ja, One-Shot. Vorhin kam One-Shot, davor kam nochmal 2 Millionen Crit. Also auf ihn bin ich auch gespannt. Und auch auf den Trenchcoat 17. Finde ich auch ein interessanter Charakter auf jeden Fall. Ihr merkt schon, ich rede ein bisschen schnell. Ich glaube, wirklich viel zu schnell. Ich versuche mal ein bisschen zu dämpfen. Ich habe hier wirklich lange gewartet auf das, damit ich das mal showcasen kann. Wirklich
würde es gerne mal probieren und ja, aber ihr seht schon das Problem, Leute. Es haben wirklich sehr viel wenige immer die Villains, die Neo-Guard-Lead, die Villains sind, die böse sind, wie Kid Buu, Cooler, Super 17 und so fort. Und so weiter und so fort. Kann ich vorstellen, kann ich mir, ich nehm's den Leuten nicht übel, ich sag's mal so, Heroes haben halt mehr Bonus, sag ich mal. Aber ich bin schon immer derjenige gewesen. Oh nice, 1 Million, ich glaube, wir hatten nicht mal vollen Stack und bekommen Additional Ulti. Also ihr seht schon, Leute, der Junge kann was. Vor allem haben wir nichts bekommen, ja, keinen Schaden. 2 Millionen hat er insgesamt gemacht. Das will ich sehen von Super 17, das will ich sehen. Er steht im Fokus, ja, damit wir zeigen, was er überhaupt drauf kann, weil er ist total underrated, Leute. Klar, jetzt haben wir wieder die Stacks nicht, aber die bauen sich auf. Ich verliere sie nicht nach jeder Runde. Guck mal, da bekommen wir schon sehr coole 2 Stacks, die nehmen wir mal mit. Damage Reduction, okay, das ist der Friend, der ist SA2. Wir wollen meinen auf jeden Fall reinhauen. Kommt dann nächste Runde. Was soll ich eigentlich sagen? Ich glaube, dass ich sehr lange aufs Showcase warten musste, ja. Wie gesagt, Friends habe ich gar keinen gefunden, ja. Super sitzt in der Friendlist, finde ich wirklich schade. Aber ja, bis jetzt sieht es doch gut aus. Ah ja. Additional Attack, okay, nice. Falls du dich fragst, auf was bin ich beim Rosé gegangen, er ist 100%. Ich bin auf Level 20 Additional Attack, Level 6 Crit, warum? Erstmal an sich finde ich an sich der Typus Rosé. So wie er gekämpft hat im Anime und so weiter. Er war, finde ich, so. Er hatte seinen eigenen Kampfstil. Schön so hinterlistig, aber auch powerful. Also Power mit Power. Und ich finde irgendwie mehr, dass. Zu einem Rosé passt mehr, dass wenn er zweimal angreift, so schön hinterhältig, statt dass er einmal einen brutalen Angriff raushaut. Ich kann mich an Anime auch nicht erinnern, dass er wirklich mal eine kranke Ulti rausgehauen hat, sage ich mal. So wie zum Beispiel, keine Ahnung, Genki Dama wie von Goku, seine allerletzte Ulti wie Power, was sozusagen, was ich mit einem Crit verbinde. Oder ein Final Flash von Vegeta, von Super Vegeta. Nee, bei Rosé war das eigentlich so, er hat immer seine Angriffe gemacht, blieb schön cool auf seinen eigenen Stil und deswegen finde ich erstmal A, so, ja, Geschmackssache für mich. Cooler, wenn er auf Additional Attack geht, aber was ich mir noch dabei gedacht habe, ist, wenn er zweimal angreift, dann ist das so wie ein künstlicher Crit, weil er die Verteidigung verringert nach einer Ulti. Und, aber natürlich kann man mit ihm auch auf 15 Crit und Level 11 Additional Attack gehen, das kann man auch auf jeden Fall machen, Leute. Zack, wir sind schon. Boah, 2,3 Millionen. Also die 120er, Leute, ihr seht es. Unterschätzt sie nicht, Leute. Und das hier ist die perfekte Rotation. Alle Androids haben wir. Wir haben jeden Android hier. Super Sinn bekommt gleich einen Stack. Das sehen wir seit Angriff bei 92.000. Wenn wir jetzt nach dem Angriff wird er erhöht. Und wir haben 5.000 von Ulti bekommen. Das ist gar nichts, Leute. Ja, Damage Reduction. Er ist ein Tanky. Vor allem in seinem Lead. Kommt der 42% auf jeden Attribut mit einem Double Lead. Okay, Schaden haben wir nicht gemacht, weil wir eben noch keinen Stack hatten. Strange Code 17 macht auch guten Schaden eigentlich. Er ist eher mehr Supporter, ja. Er gibt, wir werden mal gleich schauen, was er kann. Oh, nice, sehr gut. Strange Code 17 macht... Bam, da ist er. Supreme Damage und tut stark die Verteidigung verringern. Zudem gibt der Agility und In-Types Keep the Sai Attack und der 25%. So. Was liegt sich denn? Ah, klar, seht ihr? Also, die Great Apes da reinzuholen in der Rotation ist immer gut, denn sie haben Big Bad Bosses. Und das ist halt Rosé. Big Bad Bosses gibt auf den Angriff 25% auf die Verteidigung, wenn die HP 80 oder drunter sind. Also, es macht auf jeden Fall was aus. Der wird nicht viel Schaden machen, erstens Typennachteil und zweitens SA2. Aber bin auf Rosé gespannt. Jetzt bin ich mal auf Rosé gespannt, was er so kann mit dem Typennachteil. Alles klar. Kommt mit dem Crit daher, ja. Er crittet erstaunlicherweise oft. Finde ich cool. Also Rosé, Rosé, Rosé. Ich hätte mir den Dokamot aufsparen sollen. Hab nicht drauf geachtet, macht nichts. Macht nichts. Da bin ich auch gespannt, wie unsere Clear-Time wird. Wie lange für das, ja, by the way, kommt vielleicht ein bisschen sehr, sehr spät. Wir sind mal in das Boss-Rush-Event. Die vorletzte Stage, weil die allerletzte dauert viel zu lang.
Vorletzte sollte man um die 20 Minuten rumkommen. Bin gespannt, wie lange wir mit einem Extreme Agility Team brauchen werden. Und ansonsten, Leute, wenn ihr bis jetzt noch dabei seid, bis ihr neu eingeschaltet habt, dann, vor allem wenn ihr neu seid auf dem Channel, lasst doch auf jeden Fall ein Abo da, Leute, damit ihr nichts verpasst, damit ihr schön Content habt, schön informiert werdet und ein Like, wenn euch das Video bis jetzt gefallen hat. Wir werden noch mehr sehen. Bin drauf gespannt, wirklich auf Super 17, wie er sich machen wird. Ansonsten, Rosé poppt hier ganz gut auf. Die Androids auch eigentlich. Androids sind noch bei mir SL10. Ich bin gerade dabei, den zweiten LR Android zu erwecken. Er ist auch auf SL10. Da kann ich den 10er, wenn ich den auf LR mache, den zweiten in den ersten rein tun. Und dann bekommt der erste SL20, weil es ja die identische Karte ist. Das könnt ihr so im Hinterkopf behalten. Ja. Rosé crittet erstaunlicherweise oft. Erstaunlicherweise crittet er wirklich sehr, sehr oft. Das finde ich cool. Also, wir werden gleich sehen. Wir haben jetzt 92.000 Angriff. Ich hoffe auf einen Auto-Attack, dann können wir das sehen, wie das hochgeht. Wir haben noch keinen Stack auf meinen. Okay, eine Ulti war das klar. Jetzt sehen wir es nicht ganz genau. Aber ihr seht schon, von der Ulti 24.000 von Goku Black. Goku Black, durch seine Pässe bekommt er viel Angriff und Verteidigung. So. Items und so musst du bis jetzt nicht nutzen, finde ich cool. Nur 3 Angriffe. Komischerweise bekommt immer der Friend gerade die Stacks. Finde ich ein bisschen schade. Ich will eigentlich hier meinen zeigen, der auf SE10 ist. Denn er wird nicht so viel Schaden machen. Er hat, glaube ich, 0 Stacks. Ja, wir sehen's. Aber jetzt bekommt SE. Seht ihr den Angriff? Ah. Gerade habe ich drauf geachtet. Habt ihr gesehen, sein Angriff ging ganz kurz hoch. Ganz kurz kam das, die Animation. Und Rosé, wie sieht's aus? Gegen sich selbst. Easy money. Ah, wir haben noch eine Runde, okay. Dann vergessen. Ah, jetzt bekommen wir unsere Stacks. Jetzt bekommen wir unsere Stacks. Ich glaube, ich habe noch gar keinen drauf. Ne, ein Stack haben wir drauf. Okay, 120.000 haben wir jetzt Angriff. Jetzt. Also einen haben wir, bekommen den zweiten. Ey, Leute, 104 von Goku Black von Auto Attack. 104. Er ist verdammt nochmal Tank U, macht Schaden, ja. Insane. Also zwei Stacks können wir noch bekommen. Ne, einen Stack können wir noch bekommen auf meinen Super 17. Also momentan haben wir 90% auf unseren Angriff. Den Boost 90%. Bam. Ah, ich glaube, die nächste Runde wird er nicht überleben. Oh, okay, wir gehen Great Ape. Bisschen. Braucht man eigentlich bisschen nicht, dass Great Ape Modus zieht den ganzen Kampf. Aber sei es drum, wir nehmen es einfach mit. Seht ihr es vor allem in der letzten Stage vom Boss Rush, wenn ihr da Charaktere habt, die in Great Ape gehen können. Das ist euer Vorteil, Leute. Denn ihr macht dann Schaden über ein, zwei Runden, bekommt aber keinen Schaden. Macht schon was aus, auf jeden Fall. Falls ihr es nicht wisst, Great Ape Charaktere transformieren sich random, zufällig, während des Kampfes in ihre, also Gelerfenform, Great Ape Form, transformieren sich, wie gesagt, bekommen dann keinen Schaden, keinerlei Schaden. Ihr seht, es ist grau hinterlegt und wir bekommen keinen Schaden von unserer HP. Entweder geht es nach einer Runde weiter, wie wir gesehen haben, die Animation ist dafür, dass es weitergeht, oder nicht, dann hört die Great Ape Formation auf. Das kann die Charaktere einmalig pro Kampf. Gewisse Charaktere, die Great Apes, die Dokkan Awakening bekommen haben, wie beispielsweise mein Vegeta hier, können es zweimal pro Runde. Also zweimal pro Kampf, ich sag's mal so. Und jetzt waren wir zurück, genau. So. Ihr seht, das Key fehlt uns überhaupt nicht, dank Rosé, dank dem Leader Skill. Da brauchen wir uns gar keine Probleme machen. Schaden bekommen wir auch nicht. Wir haben noch gar kein Item benutzt. Oh, nach Goku Black haben wir noch 2 Gegner, wenn mich alles täuscht. Ja, 2 Gegner noch, genau. Cell Army und Vegeta Summer. So, jetzt gib mir mal die Stacks hier, komm. Jetzt gib mir mal die Stacks. Ein Stack haben wir. Ulten. Ja, ihr müsst also Super 17 da einstellen, wo ihr angegriffen werdet. Auf jeden Fall, damit ihr schnell seine Stacks bekommt. Wir haben jetzt schon 2 von 4. Also unser Angriff
plus 60%. Und ihr seht schon, jeder Charakter ist tanky auf jeden Fall. Das ist sehr cool. So, mach das so. Der bekommt dann gleich 3 Stacks auf einmal, das ist gut. Meiner hat nur 2, wenn ich alles täuscht. Und ja, das ist halt so die Sache mit Overtime. Er wird über Zeit stärker. Momentan kann ich verstehen, wenn Leute sagen, er ist nicht so gut, weil halt Charaktere in der Meta herrschen, die einfach nur direkten Schaden machen. Direkt kommen und Schaden machen. Wie der vierfache Goku, vierfache Vegeta, Cooler und so weiter. Kid Buu zum Beispiel. Aber ich bin gespannt, wann das Spiel sich verändern wird und Charaktere, die Damage over Time machen, stärker werden, die über Zeit stärker werden. Das könnte ich mir vorstellen, wenn sie endlich mal so eine Art Raid implementieren in Spielen. Eine Raid könnte man auf jeden Fall in Dokkan Battle machen. So eine Art Quasi-Raid haben wir schon als Boss, also es ist ein Boss-Rush-Event. Es ist eine quasi ein Raid. Aber es könnte man ganz noch verfeinern auf jeden Fall. Also mit quasi das Boss-Rush, quasi ein Raid ist, meine ich halt, dass nach jeder Runde ihr dieses Sex verliert. Aber dieses Sex sollte mal konstant da bleiben. So ist ja eigentlich ein Raid, ja. Das ist direkt ein Kampf, sag ich mal. Also kann ruhig über verschiedene Szenarien gehen, verschiedene Kämpfe, Runden und so weiter und so fort. Aber ein Kampf, wo ihr eure Stacks nicht verliert, eure Buffs und so weiter und so fort. Und dieser Kampf kann dann ruhig sehr schwierig sein, ja. Zum Beispiel, das ist jetzt reine Spekulation, niemals, ich denke nicht, dass es so sein wird. Aber dass, wenn Vegetto, Blue Vegetto, den LR, sein LR so sein wird, dass der bestehende ein Awakening bekommt, dann kann ich von mir aus sowas sehen, dass man die Medaillen über einen Raid bekommt und dieser Raid wirklich sehr schwer ist und lange braucht. Weil wenn wir uns ehrlich sind, wenn es wirklich dazu kommt, dass der neue LR Blue Vegetto ein Dokkan Awakening wird von dem jetzigen, dann wird ihn fast jeder haben. Und dann, wenn ich es so mache, dann muss der Effort, dann muss die Leistung dafür, die man dafür aufbringen muss, wirklich sehr hoch sein, um die Medaillen zu bekommen. Ansonsten hat ihn jeder und wenn ich ehrlich bin, habe ich darauf gar keine Lust, weil dann sehen wir nur LR Blue Vegettos überall. So. Cell ist gestunt, ich hab's gesehen. Tals ist ein Stunner, hat eine Rare Chance zu stunnen. Androids. Ah, okay, ja. Er hat's auch überlebt. Na gut. 127. Ja, okay, ist fast gleich. Lass mal Rosé in der Runde auf jeden Fall. Super Saiyan Rosé. Shocking Death Boy. Jetzt bin ich auf die letzte Runde gespannt, weil wir haben einen Typenvorteil dann. Wie der Schaden sein wird. Vor allem von Super 17. Ich denke, ich weiß nicht, ob meine schon alle Stacks hat. Und es ist auch schade, dass man... Ah, komm, Tals. Es ist auch schade, dass man nicht sieht, wie viel Stacks der Charakter hat. Also 1 von 4, 2 von 4 und so weiter und so fort. So. Ja. Kommt eine Ulti, aber kein Schaden. Das ist auch das Coole eben. Vorteil von einem Great Ape auf jeden Fall. Wie ist unser Schaden? Okay. Auto-Attack 181.000. Ist auf jeden Fall sehbar. Ulti? 300, denke ich. Ah, 400. Also Great Apes sind 120 Elite, ihr seht es, ja. Die sind echt cool. Das macht, also das... das zu sehen ist jetzt cool, finde ich, auf jeden Fall. Und wir haben 2 Great Apes, also sehr cool. Kommen wir runter, die Runde? Das wäre cool. Ah, haben wir noch eine Ulti, ja. Eine Ulti haben wir noch. Ich glaube, der letzte Ulti nicht. Aber okay, schade. Wir brauchen eine Ulti, um es zu beenden. Finde ich mit einem Super Attack. Schade, okay. Theoretisch gesehen hat Tarz ihn rausgenommen. Aber jetzt schauen wir, was Super 17 macht, bevor der sich hier healt. Wir sehen es, er will sich healen. Das lassen wir nicht zu. Oh, let's go. Cool, sehr gut. Er hatte nicht seine vollen Stacks, auf gar keinen Fall, sonst hätte er mehr gemacht. Jetzt kommen wir zur letzten Runde, zu Vegeta-sama. Oh,
Und bin gespannt, wie so Zeit sein wird auf jeden Fall. Ich versuche mich mal ein bisschen. Die Great Apes stehlen die Show. Sie stehlen die Show. Jeder geht die Great Ape gerade. Ah, macht nichts, macht nichts. Bam. Und die Ulti von Vegeta. Gallican, alles klar, aus dem Mund. Kommen sie gleich zurück. Bam. Sie bleiben auch erstaunlich lange in ihrer Form. Also bis jetzt hatten wir immer Minimum 2 Runden. Oh, aber wir merken schon, für Great Apes brauchen wir auf jeden Fall Ki auf dem Feld. Sie haben ja gar keine Link-Skills, vom Leader-Skill profitieren sie natürlich, aber ansonsten wäre es das auch schon. So. Jetzt bauen wir die Stacks auf. Okay, wir bekommen gleich 2, das ist sehr gut. Haben wir schon die Hälfte auf meinem. Das ist auch gut. Wir haben bis jetzt noch gar kein Heal benutzt. Beziehungsweise gar kein Item. Wir bekommen auch keinen Schaden, ihr seht es ja, wenn wir jede Runde ein Super 17 abhaben, alle Androids sind einfach tanky, die sind tanky, oder die Great Apes auch genauso. Das ist auf jeden Fall sehr cool, macht Spaß das Team zu spielen. So, die Androids. Additional Ulti, nice, nice, sehr cool. Ah, hat nicht ganz gereicht. Aber sie sind tanky, ja. Pff, brutal. Brutalo. This ends right here. Also meiner 2-6, das weiß ich. Nice, Tals beendet es. Oh, meiner ist da. Okay, wir bekommen noch ein Stack drauf. Ich will den Doka-Mode triggern. 148. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben leider nicht alle Stacks. Ich glaube nur 3 von 4. Heißt, wir haben 90% auf den Angriff mit dem Doka-Mode. Bin auf den Schaden jetzt gespannt. Leider nicht vollen Stacks. Jetzt schauen wir mal. Was schätze ich? Wir haben Typenvorteil. Eine Million auf jeden Fall. So 1,5 vielleicht. Komm schon. Und wie sieht's aus? Wow, 2,6. 2,6 Millionen, sehr cool. Nice, 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 sehr cool. Full Life haben wir wieder, okay, nimm mal mit. Sehr gut. 2,6 Millionen, sehr schön. Und wir hatten nicht die vollen Stacks. Also seht, der Junge macht auch Schaden, so ist nicht. Wenn er natürlich auf seine Stacks kommt. Da müsst ihr auf euer Spielziel ein bisschen achten. Finde ich in Ordnung. Weil normalerweise ist es immer so, man klickt einfach durch, sag ich mal. Wenn man ein gutes Team hat, klickt man einfach die Sphären durch und gut ist. Nun nach so ein bisschen auf Positioning, wo kommt der Charakter hin, wo der. Finde ich in Ordnung, habe ich kein Problem damit. So, die Ulti von Vegeta. Auch nicht so viel Schaden, wenn ich ehrlich bin. Ja, Charaktere sind einfach tanky, 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 tanky. So, wir haben immer noch 3 von 4 Stacks auf meinen. Aber nach meinem Angriff bekommen wir dann den allerletzten Stack. Bin ich mal gespannt, wie sein Angriff ist. Würde ich auch noch gerne sehen. Wie viele Angriffssets er hat. Tanky ist er ja, sehen wir. Es hat eine Rosé beendet ist. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, Rosé gegen Vegeta, wie im Anime. Nimmt ihr seine Rache jetzt. Zack. Ja, er nimmt seine Rache. Cool. Ja, cool, Leute. Das wäre dann Extreme Guild Team Showcase dazu. Bin auf die Zeit jetzt gespannt, wie viel Zeit wir gebraucht haben. Aber an sich hat es wirklich Spaß gemacht wegen den 2 Great Apes. Ja, Super 17, Tanky. Wir haben gar kein Item benutzt. Okay, ist die vorletzte Runde, aber trotzdem. Ich denke mir da. Mit einem Extreme Guild Team könnte man die letzte auch schaffen, gerade weil man eben keine Items benutzen muss in dem Team. Wenn man die Great Apes hat, okay, 23 Minuten. War cool, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wenn das Video euch gefallen hat, Leute, dann lasst doch ein Like da auf jeden Fall. Teilt es, abonniert meinen Channel und schaut bei mir auf dem Twitter vorbei. Drückt mal die Idee.
Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Peace.